Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Armored Warfare hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist Herr Thompson. Moin Moin. Moin Moin und wir fahren den Macach 5, der mich schwer an den M60 erinnert. Und ja, gucken wir mal. Wir wollen ja die israelische Linie ein bisschen durchfahren. Habe ich aber, ja, heute haben wir kein Premium an. Erstmal. Ich glaube, so lange, so alt werde ich heute nicht mehr. Und wir haben die Operation Donnergrollen. Die haben auch schon lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Oh, du hast ja sogar schon die Farbe dran. Das habe ich wieder nicht gemacht. Guck mal, eine IS-7 Defender. Ah. Okay. Hast du hier eigentlich schon... Ach, du hast ja schon... Ja. Panzerung und sowas alles dran. Ja, ich habe schon ein Gefecht gemacht. Ein Gefecht, okay. Mhm. Ah ja, gut. Hast du den Tagessieg von gestern noch mitgenommen, ja? Ja. Und lief gut? Ja. Luster. Immer wenn du nicht dabei bist. Also. Ja, gut, ja. Sorry, wenn ich da gerade im Weg stand. Ich hab dem anderen eine verpasst. Aber ich glaube, hier gibt's hier noch keinen Team Damage. Geht ganz gut ab. Fällt mir ganz gut. Was? Zerschmettert. Die Nachladezeit ist natürlich auch fies, ne? Ja, es gibt dann bei der Verbesserung, ich glaube, eine um 20% Kürzung. Das lohnt sich schon. Ja. Bin gesichtet. Hoppa, na. Ist die Frage, ob sich hier auszahlt, dass man schon die Retrofits reingibt. Glaube noch nicht. Frage, wie viel EP man damit hat. Ja. Ah, das ist schweineteuer und das. Ja. Boah, dröhnt ganz gut der Panzer, ne? Also so von der Soundkulisse her ist er nicht schlecht. Geporkt. Sehr schön. Och, wo willst du den Wiesel jetzt hin? Davon. Tot gerammt? Ja. Das ist lustig bei den Kleinen, weil da macht man extrem viel Schaden mit Rammen. Ja. Kritischer Modulschaden, das war ja wichtig jetzt. Ah, und ich schieße natürlich in den rein, der gerade stirbt. Sorry. Das ist zerschmettert. Ja, mit dem Rahmen scheint dir echt zu gefallen. Ja. Gibt's der LAV-Rahmen. Komm her, Bulldog. Oh Mann. Da gibt's übrigens auch einen Skill für, ne? Dass er ein bisschen beim besser rammt und so. Aber so oft kommt man dann eh nicht zum Rammen in den schwierigeren Missionen. Nee, das stimmt. Da spielt man dann doch lieber normal. Ja. Ich glaube, da kommen dann noch welche.
Gut, was hätten wir? Okay. Wie sollen sie daran hindern, an die wertvollen Exponate zu gelangen? Das machen wir doch glatt, dann. Weil die beiden MGs oben und der an der Lafette sehen auch nicht schlecht aus, ne? Ja. Und was ist das eigentlich Lustiges da neben dem Gunrohr? Links und rechts. Nebelwerfer. Ah. So viele auf einmal. Und vor allem nur wirklich stur nach vorne. Wow. Geht ganz gut. Oft sind die, oh, die dann noch mehr verteilt. Die sind dann sogar ausgelöst, ne, wenn das einmal auslöst. Ja, die hatten, erst hatten sie Stöpsel drauf bei mir. Und jetzt, wo ich sie einmal ausgelöst habe, sind dann nur offene Rohre zu sehen. Hinter dir? Ladeschütze, Treibspiegel. Oh, geht doch ganz gut. Ja, wo bleibt sie? Na, die kommen bestimmt nochmal. Der LAV ist aber auch sehr, sehr offensiv unterwegs. Der, die das, ja. Laura. Das war's. Das letzte. Es ist an der Zeit, ihre Hauptkräfte auszuschalten. Gute Arbeit. Machen sie alles kaputt. Wir sollen uns beschützen und sie ballern ordentlich drauf ein. Ein Sieg. Ein schöner Sieg, ein guter Sieg. Wir haben Donnergrollen mal wieder erfolgreich abgeschlossen. Und das Ganze mit dem Blooster. Wer hätte es gedacht? Und da wir leider ohne Premium sind, kriegen wir natürlich wesentlich weniger Geld und wesentlich weniger IPs. Aber naja, gut, das ist nicht weiter schlimm. Wie sieht's aus mit den Teams? Ja, das ist doch mal wieder sauber gelaufen, würde ich sagen. Die 7 hat echt gut gekämpft, muss man auch sagen. Er hat sich echt gut angestellt. Dann haben wir wieder diesen silbernes Rangabzeichen da gekriegt. Ich denke mal, goldenes gibt es bei 10.000 Schaden oder so. Möglich. Und unsere Rachel hat auch ein paar Punkte gekriegt. So, machen wir gleich noch eins, oder? Ja, aber? Ja. Gut, dann machen wir gleich noch eins hinten dran. Gehen wir ganz kurz mal in die Forschung. Gucken wir mal bei den Upgrades, was ich jetzt mir kaufen kann. Ich kann zumindest die Thermalansicht. Aber die Granaten kann ich nicht. IAA geht noch. Dann nehme ich die Panzerung und die Thermalansicht erstmal mit rein und dann ist gut. Dürre, Winter. Oh, da kann man eine Speziallackierung reinmachen. Okay, interessant. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lackieren werde ich jetzt auch noch nicht. Wir werden einfach wieder in den Kampf zu gehen, bereit klicken und dann Operation auswählen. Auf herausfordernd, Harbinger. Nehmen wir gerne und es lädt sogar sofort. Das hat man doch gerne, sowas.
Ja, Top-Tier sind wir, ne? Ja. Können wir uns wieder ein bisschen rausreißen hier. Warten auf Spieler. Regnet ein bisschen. Das zieht, also das zieht noch ein bisschen. Das Video vorher. Oh, okay. Okay. Wow. Also, vor Betonmuschern müssen wir uns in Acht nehmen. Na, der ist jetzt hier kaputt. Ja, vielleicht kommt ja noch einer. Ja. Ich sehe aber noch keine Karte und keinen. Gar nichts. Nicht. Okay. Vielleicht spielen wir jetzt ohne Hut. Ah, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Schwarze Kompanie, dringt auf den Stadtplatz vor. Legriens Löwen versuchen die Stadt einzunehmen und die Bewohner auf ihre Seite zu ziehen oder sie zu entführen. Vertreibt die Söldner. Vertreibt die Söldner. Echt fahren, oder? Jo, jo. Ja, stimmt das das, wo wir es dann manchmal nicht geschafft haben wegen der Zeit, oder? Die Nachlandezeit ist echt ganz schön viel. Ganz schön fies, ja. Ne? Also das ist schon echt. Ja. Was hast du für eine? Ich hab 8,49. 8,65 habe ich. Aber du hast da ja einen Gegner direkt in deiner Nähe und wenn du die Kramer schon freigeschalten hast, dann. Nee, ich hab da noch den Philipp da, der da sowieso so einen Reload-Boost. Ja, das stimmt. Oh! Oh, liebe Leute, ich glaube, ich habe jetzt gerade ein Problem mit dem Internet. Ja. Schade. Sehr, 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 sehr schade. Ich habe gerade Connectivity-Probleme und ich hoffe, dass das Spiel es schnell genug merkt und mich rausschmeißt, leider Gottes. Ich hoffe, dass ich, wenn ich denn die Connection habe, wieder schnell auch wieder da bin. Serververbindung wurde unterbrochen. Ja gut, dann habt ihr halt eben anderthalb Gefechte gesehen. Es tut mir natürlich leid jetzt. Schade. Sehr ärgerlich. Aber mein Internetanbieter ist mal wieder der Meinung, heute ist es... Hat er sich manchmal pissig. Gut, wir beenden das an dieser Stelle. Ich bedanke mich auch im Namen von Thompson und sage auch für ihn Tschüss. Wenn es euch wieder trotzdem gefallen hat, obwohl dieses schreckliche Ende jetzt da ist, das tut mir natürlich sehr leid. Ein sehr unverhofftes Ende. Ein nicht so. Von einer Fritzbox die ganze Zeit, ob das öfter zu blinken und ob ich dann eventuell wieder ins Gefecht komme, aber ich denke mal, das wird nicht klappen. Schade. Tschüss.